Und herzlich willkommen zu Isoware Live, heute live von der Dach und Holz in Stuttgart. In Stuttgart, beinahe Köln gesagt. Gell? Wollte ich gerade sagen, vor zwei Jahren waren wir in Köln. Okay. Peter, Dach und Holz sagt schon zum Thema Dach, was zeigen wir heute? Wir zeigen heute, also Isoware ist ja bekannt für Glas und Steinwolle. Marcel, da gehen wir gerade mal wieder rüber, weil, oder Henry, zeige ist immer das Beste. Hier ein typischer Dachaufbau, also das heißt die sogenannte Sauerkrautplatte, dann eine Nagelschutzplatte mit der eingelegten Dampfbremse, ein Zwischensparrenklemmfilz plus eine Aufsparredämmung, hier in diesem Fall Ultimate. Peter, das simuliert jetzt, wenn ich das richtig sehe, das Modell im alten Bestand, in der Modernisierung. Die Nagelschutzplatte wohl durch die sogenannte Sauerkrautplatte, die wir sehr oft im Altbau finden, die Nägel rausschauen. Die Folie liegt hier in? Wannenförmig verlegt, heißt es. Aha. Ein Ausdruck, muss aber innenseitig an den Sparrenflanken gesichert sein, damit keine Diffusion nach oben auf die kalte Seite marschieren kann. Das kannten wir ja von Isoware. Das ist ja so das Klassische, was wir bisher gemacht haben. Was kommt jetzt Neues? Neues, dafür sind die Messen da, um neue Produkte vorzustellen. Seht ihr hier unten, unser neue Integra AP HWF Top, eine Holzweichfaserplatte, Henry, wer hätte also das gedacht? Komplett neu im Programm bei Isoware, ja. Horch, Marcel, Holzweichfaser. Auch wieder, bitte, also auch wieder der gleiche Aufbau, Sauerkrautplatte, eine Nagelschutzplatte, um nochmal darzustellen, auch das Material, das sind jetzt nicht zwei verschiedene. Um nochmal zu zeigen, früher hat unsere Glaswolle gelb ausgesehen, jetzt ist sie eingefärbt. Karamell. Karamellfarbig. Das ist das neue Bindemittel. So, das verbesserte Bindemittel. Jawohl. Okay, hier kommen wir zu der Holzweichfaser. Was ist Besonderes daran, Henry? Die spezielle Nut. Ich habe mir sagen lassen, durch diese Rundung dieser Feder und diese halbrunde Nut rutscht das herrlich ineinander. Das sehen wir aber nachher nochmal genauer. Genau, beim Verlegen und vom Griff her, vom Handling, mir bricht bei einer geraden Feder oft die Kante weg. Die Kante weg. Okay. In diesem Fall nicht. Das Besondere ist aber noch an der Beschichtung. Aber Henry, da kommen wir noch dazu. Wollen wir gar nicht vorgreifen. Sehen wir gleich. Jetzt wechseln wir die Dachseite gerade. So. Die Konstruktion in der Form kennen wir schon. Hatten wir gerade beschrieben. Im Bestand hier diese sogenannte Sauerkrautplatte oder Holzspannplatte, zementgebunden, wie sie fachlich richtig, glaube ich, heißt. Dann haben wir den klassischen Zwischensparrenklemmfilz. Jetzt kommt's aber, der genaue Beobachter wird jetzt eins sehen. Die Dampfbremse von Isoware, die Vario K im Supraplex, auch ein neues Produkt aus unserem Haus, liegt in der Ebene drüber. Das heißt, wir brauchen nicht mehr in der Schlaufe drüber gehen. Warum nicht? Durch die Integra AP Pier, die wir hier oben liegen haben, mit ihrer hervorragenden, Dämmeigenschaften, sprich einem extrem hohen Wärmedurchlasswiderstand, können wir jetzt schnell und einfach die Folie in der Ebene verlegen, AP-Pier drauf, Konstruktion funktioniert. Aber das Ganze hat sogar noch richtig einen Schmankerl dabei, weil für das Pier bieten wir 30 Jahre Systemsteilgarantie an. Ganz ehrlich, Henry, aber wir können jetzt rumdiskutieren. Ich würde sagen, wir haben ja jemanden eingeladen und was Besseres kann man gar nicht bekommen dafür, oder? Ja, um uns hier mal die Meinung des Fachmanns zu holen und welchen besseren Fachmann gibt es als den Meister der Meister, nämlich den Weltmeister. Stefan. Nee, Simon. Simon, Entschuldigung. Oh. Sei dir verzeiht, servus. Ja. Hi, servus. So. Neben uns oder zwischen uns beiden jetzt Simon Rehm, der amtierende Weltmeister des Zimmererhandwerks. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ja. Wann hast du das gemacht? Letztes Jahr im August war das. Letztes Jahr im August. Beneidenswert. Sao Paulo. Ja, ich wollte ja auch mit hinfahren, aber irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. So viel an den Strand hat es nicht die Zeit. Ah, leider nicht, keine Zeit. Gut. Simon, jetzt hast du ja gehört, wir haben eine ganze Menge gemacht. Materialvielfalt bedeutet ja, kann auch bedeuten, Mensch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich nehmen soll oder wie gehst du damit um? Nee, ich sehe das eher als Vorteil. Ich kann aus eurer Produktvielfalt auswählen und dem Kunden je nach seinem Wunsch genau in das perfekte Angebot machen. Passiert dir das, dass die Kunden dann sagen, also hör mal zu, ich will irgendwie zwischen die Sparren, gut, da kommt eigentlich nur Mineralwolle rein in der Regel, das wissen wir ja, aber passiert dir das, dass jemand sagt, also auf den Sparren will ich einen extrem gut isolierenden, wärmedämmenden Stoff, also einen Schaum haben oder na, ich bin da so ein bisschen der Holzwolle-Fan, kommt das vor? Zum Teil, ja, oft ist ja, Bauträger schreiben aus, was wollen sie genau haben und dann kannst, ja, dann steht ja zum Teil schon fest, was ich drauf kommen soll und ja, dann kann ich aus eure Produkte wählen. Okay. Und meistens ist das Richtige dabei. Gut. Super. Was sagst du zu
diesen 30 Jahren Steiltag, Systemgarantie. Ja, ich finde es top. Was wollen die Kunden? Die Kunden wollen Sicherheit. Und damit, wenn ich denen 30 Jahre Garantie gewährleisten kann, ist das natürlich perfekt. Also das haben wir uns ja auch so gedacht und wir haben uns im Vorfeld mit Handwerkern unterhalten. Ich denke auch, dass wir da so ein bisschen in die Kerbe geschlagen haben. Für euch ist wichtig, ihr habt eure 5 Jahre Gewährleistung und anschließend mit uns gemeinsam bieten wir noch 25 Jahre obendrauf. Also der Bauherr kann ruhig schlafen, du kannst ruhig schlafen. Ja. Schlafen wollen wir jetzt nicht, wir wollen noch ein bisschen was probieren. Wir hatten es ja von der Holzweichfaserplatte. So sieht's aus. Und da, der Simon ist ja da, der soll aber auch was machen. So, dazu geht's jetzt einmal quer über den Messestand. Ja. So, während die Kamera jetzt langsam rüberkommt, überlasse ich jetzt mal das Feld euch beiden, weil das war noch nie meine Chose hier. Erstmal habe ich da viel zu große Füße, also während ich unten aufstehe, guckt oben die Fußspitze raus. Ja. Und Geschicklichkeit ist jetzt auch nicht gerade mein Ding, also euer Part. Also der Hintergrund ist handelsübliche Holzweichfaserplatte und dementsprechend gegenübergelagert unsere. Simon, du kennst das Problem? Wenn ich öfters die Platte nach oben laufe, was passiert? Ja, sie reibt sehr ab, rutscht ständig ab und habe keine Sicherheit mehr auf dem Dach. Genau, und Arbeitssicherheit ist auch bei euch sehr groß geschrieben. Natürlich. Und dann würde ich mir vorschlagen, probier mal die eine Hälfte aus und dann die andere. Ja, also ich rutsche ab. Man sieht ganz deutlich, man rutscht weg. Ja. Und gegenüber jetzt wieder auf der Platte. Kann mir halten, einwandfrei. Reinschrieb weiter und wärst auf dem Mount Everest gestanden. Ja, ja. Also Henry, eine runde Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gebe jetzt auch ein wenig an, weil ich habe an meiner Seite einen Weltmeister stehen. Also du hast deinen persönlichen Weltmeister. So sieht's aus. Was hast du zu bieten? Jetzt sag ich dir was, jetzt ziehe ich meinen persönlichen Weltmeister aus der Tasche. Was? Du hast auch einen Weltmeister dabei? Jawohl, ja. Hier ist er. Servus. Hallo. So. Servus, hi. Jetzt hier an meiner Seite auf dem ISOWEHR-Messestand, Chris Marx, mehrfacher Weltmeister im Tischkickern. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Wir stehen hier in Stuttgart bei strahlendem Sonnenschein, deswegen verziehen wir ein bisschen das Gesicht, mit zwei Weltmeistern. Das ist schon mal eine echte Nummer. Da können wir wirklich so ein richtiges Treff der Giganten, ja, wo gegeneinander so sieht das aus. Das jetzt machen Problem wir ja das Duell der Giganten. Zimmern können wir nicht, Dach bauen können wir nicht. Ist ein bisschen schlecht, aber so eigentlich nicht. Kickern ja, können wir. Schade. Ich habe mir sagen lassen, du hast deinen Kickertisch in der Tasche gehabt. Ja. Dann packen wir es. Ja, gut. Oh, jetzt kann was werden. Also, probier mein Glück. So. Während die beiden jetzt richtig ins Eingemachte gehen, verabschieden wir uns hier live von der Dach- und Holz schon wieder. Ja. Diese Schläge, diese Einschläge, das sind die Tore von Chris Marx. Und Simon, ich bin ganz ehrlich, so richtig beneidend durch dich da nicht. Ja, genau. Okay. Da waren also wir versprechen aber lieber mal, das Duell auch anders auszuwählen. Chris, du kommst das nächste Mal zum Zimmern rüber. Ja, okay. Genau. Wir verabschieden uns jetzt von der Dach und Holz. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.